Hallo zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Skyworld mit dem Classcrafter. Hallo, guten Tag! Und willkommen zurück zu einer geilen Runde Query-Gedöns. Nein, wir machen heute ein paar Lootbags-Opener, weil wir haben so viele Lootbags, habt ihr gesehen in der letzten Folge, und die sind es Zeit, geöffnet zu werden. Und wir machen das so, dass quasi alle geöffnet werden, bis wir quasi alle relevanten Items heraus haben. Und wir machen es nur so semi-automatisch, dass wir das Ganze nochmal überprüfen, bevor wir abziehen. Ja. Hört sich gut an, oder? Das hört sich sehr gut an, ja, ja. Hallo, guten Tag. Hallo. Und zwar brauche ich jetzt erstmal den Opener und den Recycler. Und du wolltest irgendwie machen, dass die großen gleichmäßig nochmal aufgeteilt werden, oder? Ach du, was? Okay. Mit Round Robin wollen wir das noch machen. Da brauchen wir halt ein paar Kisten, die das Ganze übernehmen. Aber da habe ich noch gar nicht geguckt, wie ich das mache. Achso, nicht Heiko? Nein, ich habe gedacht, das hast du gerade gemacht. Verdammt. Nee, ich habe den Öffner gebaut. Warte, ich kann dir gleich helfen. Ist ja nicht so, dass ich weg bin gleich, ne? Ist ja nicht so, dass ich weg bin immer. So, ich baue den Opener. Ich meine, den also, haben, glaube ich, schon alle gebaut irgendwo, aber wir noch nicht. Warte, das Crafting muss ich dann auch machen? Was? Das Crafting und so? Welches Crafting? Lass sie wieder zurückmachen? Oder wie machen wir das? Nee. Nee, pass auf. Ich baue quasi den Recycler und den Opener. Hm? Und wir bräuchten halt einfach noch ein System, was die halt immer zu gleichen Teilen teilt und dann wieder teilt, und dann um zu teilen. Weil die Hälfte geht dann quasi in den Öffner, die andere Hälfte wird zu zu Epic. Und die Epic-Sachen werden nochmal zur Hälfte aufgeteilt. Ja. Do you know what I mean? Oder war das jetzt so, sollten wir, wolltest du mal kurz gucken oder was? Ich glaube, das kriegen wir hin. Okay. Ich meine, ich helfe ja gleich, kein Ding. Jawohl. Pass up. Ich mach das mal so, lauf hier einmal rum so und mach das Ganze dann hier hin. Also wir müssen das natürlich irgendwo wieder in die Chance setzen, die wir haben, aber wir bauen das halt schön in die Wände ein, versuchen wir zumindest. So. Yeah. Back Opener und hier kommt der Lootbag Recycler hin. Soweit nichts Besonderes, aber jetzt geht's nämlich weiter. Hier ist always wow. Active. Wow. Warte, aktiv mit Signal wird es quasi weggemacht und dann machen wir Insert. I need some packing tape, man. Ja. Und dann machen wir Insert. Ich überlege gerade. Ja, ist richtig. Ich baue jetzt mal eine Kiste dahin, die du quasi verwenden kannst, wo dann alle. Das ist geil, ne? Mach einfach mal, Heiko, und mach. Wie craften wir das runter? Dafür brauchen wir eigentlich einen Crafter, oder? Ja, eigentlich schon, genau, richtig. Okay. Können wir die auch craften? Oh, wir könnten theoretisch ja auch einen Crafter nehmen für alle, ne? Müssen wir nur die ganzen Ausgänge festlegen mit den Farben. Ja. Oder wir machen halt ein paar Craft, das ist, glaube ich, einfacher in dem Moment. Ich weiß gar nicht. Maybe. Aber wäre halt viel kompakter so, dann, ne? Das stimmt. Aber wir haben halt hinter der Wand auch Platz. Aber gut, wir können natürlich alles kompakt bauen, kein Ding. Also haben wir Round Robin. Und hier auf Insert. Und eine Bremsekarte muss da noch rein, damit er das auch macht, glaube ich. Jetzt ist keine mehr drin. Also oh, was? Was ist nicht mehr drin? Keine Bremsekarte. Ah, okay. Für Round Robin brauchen wir eine Bremsekarte. Ich glaube, ich mache trotzdem eine Bremsekarte. Okay, mach eine Bremsekarte. Warte. Oh, nee, wir brauchen schon mehrere Crafter. Okay. Oder? Bestimmt, Alter. Warte. Wir kriegen ja aus einem Legendary kriegen ja vier Epic, ne? Ja. Oder Rare, ich weiß nicht, was die nächste niedrigere Stufe ist. Epic, und dann kommt Rare. Und die teilen wir dann wieder auf. Mhm. In einen Crafter und in eine Kiste in dem Fall, aber halt eigentlich in den Opener. Right? Genau, die einen vier gehen in den Opener oder die zwei gehen in den Opener und die anderen beiden werden wieder aufgecraftet. Disabled, insert, insert. Und dann geht's da wieder nach unten. Ja. Warte, ich muss da ganz kurz um die Ecke gucken. So, hier mache ich einen Abzieh-Knopf. Dann wird quasi alles recycelt.
Kommen unsere Lootbags gerade direkt ins System? Ja, genau. Kriegen wir da alle verschiedenen Arten von? Ja. God damn it. Ich meine, warte mal. Diese Teile hier, warte, wo sind sie? Diese Draws können wir weiterhin verwenden. Die werden halt hochgecraftet zu den normal, also zu den Legendary, und von denen teilen wir dann auf wieder. Okay. Ich hätte gedacht, es wäre vielleicht einfacher, direkt von unten aufzuteilen. Aber wenn wir eh alle bekommen, dann ist es besser, von oben aufzuteilen. Oh ja! Und wir bekommen ja nachher aus den Loot-Recycler wieder welche von unten, und die packen wir danach wieder in den Drawer. Also ja, okay. Immerwährenden Kreislauf. Warte, ich drück den Hebel, die Sachen werden hier gestoppt. Das heißt, hier ist aktiv ohne Signal und das aktiv mit Signal. Okay, das ist gut. Ausgezeichnet. Oh. Brauche ich die Frenge? Cool. Also momentan ist es wahrscheinlich noch ein bisschen undurchsichtig, was ich hier mache, aber wenn ich gleich fertig bin, dann geht's ab, Alter. Dann ist alles sicher. Dann checken wir das auch wahrscheinlich. Warte mal, ich muss nach da. Dann nach da. Und ich kann dieses Ding einmal rumführen. Und dann kann man das auch sehen, was wir machen. Ich meine, klar, man kann auch mit Filtern arbeiten, dass, sag ich mal, als Beispiel jetzt die Diamantensachen aus den Rüstungen, aus den Lootbags quasi direkt wieder in den Loot-Recycler kommen. Aber ich möchte mir trotzdem gerne erstmal alles angucken, was da rauskommt. Bevor man dann letztendlich entscheidet, was man macht. Das klingt sehr schlau. Eigentlich schon. Dann machen wir trotzdem nochmal anders. Gibt's hier eigentlich coole Knöpfe in dem Modpack? Ah ja, klar, die dicken Schalter, die wir haben. Okay. Ausgezeichnet. Alles gut. Dann nehmen wir jetzt auch mal ganz kurz hier so ein Wireframe lackiert. Hallo? Na? Kommst du klar? Ja, ich glaube schon. Sehr gut. Also ich baue es jetzt gerade erstmal nur so professorisch auf, aber da müssen wir mal gucken, wie wir es danach cool schön aufbauen, weißt du? Professorisch, okay. Provisorisch? Nee, war gut. Ja. War alles okay. Und wir brauchen unbedingt mal eine Müllanlage für die ganzen Schwerter, ja. Und so einen Scheiß. Mit jetzt mal. Guck mal, wie viele Bögen wir haben. Keine Verarsch. Genau, keine Bögen mehr. Guck mal, wie viele Bögen wir jetzt haben. Uiuiui. Alter, wir haben so... Boah, da sind ja bestimmt 3.000, 4.000 Bögen. Ja, ein paar, ne? Wir haben 2.700 nur von Durability 25. What? Sollen wir die vielleicht mal upgraden auf... pass auf, wir lassen alle Bögen reparieren und werfen den dann im Müll. Das ist krass. Gute Idee. Ja, dachte ich mir auch. Insert. Ah, ich bin zu nah dran, dass ich den Schalter nicht setzen. Mami, So. Kannst du mal den Schalter drücken? Nein. Schalter drücken? Schalter wurde gedrückt, Main. Ah, sieht gut aus. Und der muss noch ab. Okay, das heißt, wir können so schon mal kompakter machen. Ja, okay, so ist das sogar fertig, Peter. Guck. Guckst du? Ja. Also es ist sehr, sehr groß, aber man kann es viel kleiner machen tatsächlich. Also hier okay. Wird Legendary, die Hälfte wird in die Kiste gelagert, die andere Hälfte wird umgecraftet zu Epic. Dann wird die Hälfte der Epic in die Kiste gelagert, die andere Hälfte umgecraftet zu Rare. Dann wird Rare in die Kiste gelagert, die andere Hälfte wird umgecraftet zu, wer hätte es gedacht, Ankommen. Aha. Und dann, weißt du, was dann passiert? Die eine Hälfte wird eingelagert. Achso, ja, aber nur kurz. Und die andere Hälfte wird umgecraftet. Wow, das hört sich gut an. Perfekt. Gut, und guck mal, ich bin auch fertig. Ja. Er baut da voller dicke Dinge und ich baue hier so einen Schalter an den Dingern. Pass auf. Warte, wir testen das mal ganz kurz. Wir nehmen mal hier so ein Rare Loot Bag. Ja. Pass auf, der Opener macht das auf, ganz normal, wie wir es kennen, ne? Wow, Cooldown. Hat er eine Minute Cooldown? Ja, bis er den nächsten aufmacht. Das war falsch, warte kurz. Wow, okay. Nicht bewegen, Heiko. Nicht, okay. Sorry. Warte. Warte, der sollte mal. Eigentlich erst rauspumpen, wenn der ein Signal kriegt. Oh, oh. Ja, beweg dich schon mal. Kannst ruhig schon mal aufbauen, ich guck mal ganz kurz. Okay. Warte. Extract aktiv mit Signal. Wird überpassen? 2, 3, 4. Nein! Oder? Doch, na vielleicht. Ja. Dahinter? Daneben? In die Ecke hier? Wir können es in die Ecke bauen, aber dann ist das so weit weg. Fragen über Fragen. Das weiß man nicht.
Warte, aktiv mit Signal. Signal Color Red. Signal Color Red, das stimmt auch. Das ist Round Robin, ist scheißegal. Channel Green. Okay, das passt eigentlich. Weil okay. Er soll erst quasi absaugen, wenn das Signal kommt. Das war ja so der. Ach lol, warte mal, wie das da hinten gar nicht geht. Wo geht denn dann die andere Hälfte hin? Brauchen wir Kisten zum Zwischenlagern? Nicht unbedingt, oder? Nicht unbedingt. Ich mach trotzdem mal welche, weil es mir einfacher fällt, das so aufzubauen. Obwohl doch, ich glaube, wir brauchen schon Kisten zum Zwischenlagern, weil dieser Backopener nicht so schnell ist. Okay. Ach stimmt, ah. Alter, jetzt mal eine Minute, holy. Warte mal, ich hab eine Idee. Ich brauche den Hammer. Ne, war doch richtig, das war nur, weil das Signal halt inverted war. Ja. Und jetzt müsste es aus sein und wenn ich den Schalter trenne. Dann. Ne, warte, haben wir jetzt ein Signal? Ja. Miep, miep. Miep, miep. Miep, miep. Okay. Kann ich nochmal einen haben? Ja, aber natürlich, hol dir einen raus, Mann. Cool. So, warte. Öffnen wir. Öffnen wir. Peter, du hast deinen Kant falsch gesetzt. Ah, jetzt geht. Okay. Hier wird aus einem legendären. Hier, rare. Epic. Epic, 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 Peter, epic. Guck mal, jetzt funktioniert. Jetzt hat er gar nicht gerade. Ach so, weil die Kiste nicht accessible ist. Get it. Ja, hat funktioniert. Warte, ich probiere nochmal eben aus. Können wir da dran? Ah ja, macht er. Komm einmal gucken. Yeah, Rocky, cool. Ne, pass auf, das ist jetzt so, der hält die Items erstmal hier drin. Dann können wir gucken, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Mhm. Und solange hinten neue Items reinkommen, wird der auch weiterhin diese Lootpacks auseinandernehmen. Cool. Und wenn wir dann sagen, boah, wir haben alles davon und sagen abziehen, dann können wir den Hebel drücken. Dann müsste sich eigentlich alles leeren. Ja. Und neue Items werden erstmal nicht hinterhergeschoben. Wenn, ja genau, die bleiben jetzt hier hinten drin. Guck, guck mal hinten drin, siehst du? Ah, weil sonst würden wir ja abziehen und in der Zeit würden gleichzeitig Lootbags reinkommen. Und deswegen haben wir quasi so eine Abziehtaste. Wenn wir den Stromkreis schließen, dann läuft's wieder. Now that's very smart, man. Jetzt hat alle vier oben reingelegt. Wir brauchen echt Speed-Slowdown-Cards, Peter. Ja, sonst macht er es nicht richtig halt, ne? Nein, ja. Ist so dumm manchmal. Zack. Nice. Kann man halt öfter mal reingucken. Snow nimmt da irgendwie nicht raus, warum auch immer. Hier hast du Schnee. Ja, so macht er es perfekt. Ach, da vorne machst du das? Wir hätten es auch hier hinter aufbauen können. Aber muss man doch sehen. Das stimmt. Digga. Digga. Ma, jetzt ruhig da nicht mehr dran. Kann der denn da reinlegen, wenn da das ist? Oh, warte mal, dann kann ich einfach einen Transceiver nehmen und das Ganze so rüberholen, oder? Okay. Wie viele Transceiver wir einfach haben, ne? Ein paar. Ja. Ja, das geht. Ja, perfekt, Mann. So sagst du? Oh, achso, und da gehen die Sachen dann rein? Genau, das ist der Lootbag-Schicker. Nennen wir ihn jetzt einfach mal. Lol. Sinus hat Strom. Ehrlich? Ja. Nicht auf privat oder was? Naja, hat er nicht privat. Wir können einfach jetzt bei ihm ziehen. Lol. Sinus, ja, bitte schreibt Sinus, er soll das auf privat machen. Einfach das Schloss aktivieren. Sonst ziehen wir seinen Strom, der. Oder seine Item. Ne, es ist Strom, okay. Okay. Ich weiß gar nicht, ist er. Hier sinkt's gerade, wenn wir theoretisch jetzt Sinus seinen Strom anzapfen. Ja, ist ja sofort wieder voll, das ist cool. Sollen wir damit unseren Ball laden? Obwohl, der ist ja schon voll, unser Ball. Unser Ball ist endlich voll, Leute. Ja. So. Okay, das System ist fertig. Peter. Lootback. Lootback mit CK würde ich schon schreiben. Okay, Lootback. hier sendet er, ne? Genau. Ja, dann Lootbacks alle rein. Ja, in diesen Crafter müssen jetzt Legendary Lootbacks. Wie kriegen wir die her?
Mit dem Kabel hier, mit dem Importer. Also wir legen da ein Exportkabel. Warte, haben wir hier nicht direkt Kabel? Stimmt. Ja, pass mal auf, wir machen das so, dass hier die Drawer wieder stehen, oder? Hier stehen Drawer, 3 Stück oder 2. Stimmt. Wo die wieder hochgecraftet werden und von dort aus werden die dann wieder hochgeballert. Das sind die Drawer hier, ne? Ups. Oh oh. Oh oh. Warte, hier einer und da einer, richtig? Also kann auch noch einen hoch, damit es symmetrisch ist oder so. Ja, oder stimmt, wir setzen alles einen runter. Damit die Kiste da oben nicht dran hängt. Geht auch. Wie du magst. Verdammt. Zu viele Möglichkeiten. Krass ist, wenn er mir die Verantwortung gibt. Ich mag das nicht. Kann man eigentlich den Transceiver unter die Kiste stellen und dann drückt das da rein? Ich glaube schon, ne? Was? Ja, doch, normal schon. Strom zum Ball. Weg mit dir. Strom, Receive und Items, Lootbags, Receive. So. Hm. Dann machen wir Configuration von oben. Da sendet er die Items in die Kiste. Und dann bekommen wir eine automatische Öffnungsmaschine. Automatisch an. Genau, automatisch an, automatisch aus. Mann. Eigentlich müssten wir das ein bisschen größer bauen, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir bauen das mal ganz kurz um, machen die Maschine cool und ich würde sagen, ganz kurzer Cut. So, weiter geht's. Ich habe hier mal ein bisschen mit Chisel und Bits experimentiert. Ich habe jetzt hier so einen dicken Steinrand noch gemacht und am Rand noch mal ein bisschen von anderem Kram, um so einen kleinen Rahmen zu schaffen. Guck mal, Hako. Jetzt habe ich sogar noch eine kleine Stufe am Rand gemacht. Wow. Cool, oder? Das sieht echt schön aus. Ja, ich dachte mir. Also damit kann man einiges machen. Eigentlich kann man damit alles machen, wenn man so möchte. Und ich habe jetzt sogar noch ein paar Backopener eingebaut, damit wir halt ein bisschen mehr geöffnet bekommen, weil wir haben insgesamt 262 Lootbags und die sind schon ziemlich aufgecraftet worden. Ja. Also schon eigentlich sehr, sehr krass. Und ich würde mal sagen, wir lassen jetzt nach und nach mal abpumpen. Ja. Und zwar alle in dieses wunderschöne Gerät rein. Pass auf. Ich bin bereit. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Aber dann meinen die ja hier alle Strom? Nee, hoppla. Brauchen die noch ein bisschen Strom, sagst du? Jetzt ist geil. Jetzt haben die alle Strom. Nice. Dann mache ich den einen von hier noch. Dann können wir nachher noch schön verkleiden und dann ist alles fertig. Stimmt, wir können das ganze Ding in Stonebricks hüllen eigentlich, ne? Stimmt, ja. Always active. Wow. Always active. Und... Always active. Normalerweise müsste jetzt hier alles voll sein bei den Openen. Sieht die dir schon raus? Theoretisch, ja. Hättest du oben noch auf Insert gestellt, dann ja. Mach das jetzt. Ah, hier ist sogar frei. Warte, ich guck gerade mal. Ach Leute, ich dachte davor, das ist eine Glasscheibe. I see. Okay, eine Kiste drücken tu das leider nicht. Nicht? Warte, dann mach ich mal so. Insert. Achso, er sendet es aber. Sending Items Lootback. Jetzt zieht das auch raus. Ah, jetzt geht. Aber die oberen sind noch leer, sehe ich gerade, ne? Die oberen? Welche oberen? Lootback. Bin ich? Was sind die oberen? Sind sie die höchsten Tiering? Ne, ich meine die oberen Backopener. So, sorry. Die oberen Backopener. Die sind leer, ja. Genau. Und der untere ist gerade voll. Oh, zieht aber nichts raus, oder? Nee, ist alles gerade drin. Okay. Jetzt müsste sich da oben... Sacrificial Dagger! Den nehme ich raus. Müsste sich oben rechts auch füllen? Und eigentlich oben die ganze Reihe? Okay. Yep, füllen sich alle, perfekt. Sehr gut. Also jetzt kann man erstmal gucken, was man brauchen kann. Und wenn man dann sagt, so, ja, das nehme ich, dann zieht man ab. Und geöffnet wird jetzt auf jeden Fall eine Menge. Chance Cubes kann man nachher, glaube ich, automatisch rausziehen lassen. So Blue Slime Crystal kann man nehmen. Shizzle und Bitback. Kann man, muss man aber nicht, kann man auch, glaube ich, relativ einfach craften, oder? Ja. Also kurz der Wolle und ein Button. Was auch geil wäre, fällt mir ein, wenn wir hier, sag ich mal, unten noch so eine Vakuum-Chest haben, die einfach ins System pumpt. Guck mal. Das schmeckt mir. Sushi. Müssen wir mal machen, wenn du hier bist, in dieses Mimikado, oder wie das heißt.
Mikado? Ja, ich weiß nicht, also das hat so einen speziellen Namen. Bin auf dem Weg! Genau. Ja, hab ich ja noch, ist ja morgen Abend oder was, ne? Ja. So Transceiver. Oh. Guck mal, was wir jetzt noch machen können, weil wenn wir hier, was macht diese Wolke eigentlich? Nichts mit dir da irgendwann. Nein, sag mal. Nee, steht einfach nur. Okay. Der kann man verschiedene Namen geben und dann ändert sie ihr Aussehen. Hat sie zum Beispiel Fisch in der Hand oder Redstone oder Milch. Ah, okay, cool. Ist einfach nur so ein Easter Egg-Ding. Eine Easter-Wolke. Eine Easter-Wolke. Aber bald ist ja schon... Oh, hier ist ein Bitsback. Bald ist schon wieder Ostern. Stimmt. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Guck mal, ein Banner haben wir hier. Guck mal. Ah, genau, das war die böse Kiste, wo ich meine Items verloren habe. Bau extra eine Vakuum-Chest auf, klopp meinen Grabstein auf und alles fällt daneben. Weil sie auf nicht active gestanden ist? Ja, genau. Ja. Guck mal, was du jetzt machen kannst. Jetzt kannst du die Sachen rausnehmen, einfach auf den Boden werfen. Wow. Chance Cube Scanner? Wir nehmen raus. Also wir müssen uns, glaube ich, auch beeilen, sonst verschenken wir immer ein paar Sachen. Wieso? Ja, weil der wahrscheinlich auch manche Sachen öfter rauszieht aus diesem Gerät. This chance of the chance of this cube is 72, 36. Ach, das okay, siehst sag du? Mir nicht, hey! Sag... Wie können wir den abbauen wieder? Er sagt mir nicht, was drin ist, aber warte, wir haben Moving Board. Ich glaube, damit geht das. Das ist ja auch so ein bisschen komisch jetzt. You're not allowed to take this block. Oh oh. Aber warum steht da Warn is empty? Gute Frage. Gibt's da einen Key für? Ich weiß es nicht. Sonst haben wir jetzt Sachen hier stehen, die müssen wir dann einbauen. Machen wir dann so ein Dangerous Do Not Touch. Ja, sehr gut. Ich hoffe nicht. Oh ja, oh. Funktioniert nicht. Geh nicht, seh nix. Seh nix. Weg damit. Oh oh. Was machen wir denn jetzt damit? Ja, da steht einfach nur Warn is empty, der funktioniert nicht. Weißt du, und alle Leute haben geschrieben, was ja, ob ich hier funktioniert. Können wir damit Silk Touch machen? Man kann nur keine Chance Cubes abbauen, leider. Ich weiß nicht. Also der hier hat gut Luck, der hat eher weniger gut Luck. Miep. Miep. Oh, wird jetzt automatisch rausgezogen? Normalerweise schon. Ach Mist, es werden aber die verarbeitet, die noch oben drin sind. Das ist blöd. Ah, das heißt, das müsste auch abgestellt werden. Ja, eigentlich schon. Aber man kann ja machen, dass man quasi kurz nur aufmacht, weil man hat ja dann 60 Sekunden Zeit, bis das wieder voll ist. Ja. Interessant. Auf jeden Fall, hier wird auch nicht geöffnet. Hier wird nicht geöffnet, glaube ich. Wie viel haben die? Einer hat 72, der andere hat nur 30. Oh. Das ist nicht so schön. Weise. Okay, wenn ihr eine Lösung habt für diese zwei Teile, schreibt es ganz gerne in die Kommentare. Wenn wir die aufmachen sollen, gebt einen Daumen nach oben und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, tschüss. Tschüss. Alles weg so.